Freunde, willkommen zurück zu Okami. Ich nehme heute das erste Mal mit dem neuen Mikro auf. Ich hoffe halt, dass jetzt alles stimmt. Der Witz ist, mein Computer hat das Mikro erst nicht akzeptiert. Also, was heißt nicht akzeptiert? Er hat nicht umgeschaltet und ich habe dann hier versucht, schon mal Probeaufnahmen zu machen. Und ich war aber halt wirklich ganz leise und so gedämpft zu hören. Und dann habe ich gesehen in den Einstellungen, ja, das hat immer noch übers Headset aufgenommen. Naja, brauche ich mich ja nicht wundern, wenn ich hier ins Mikro spreche. Das ist dann... dass das dann nicht funktioniert. Und ja, also ich hoffe, dass jetzt alles stimmt. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Wir sind hier im, wie hieß er, Waku-Schrein? Quasi dem Zuhause der Zwillingsdämonen, die die Kamui-Region heimsuchen. Und ja, wir sind hier drin, weil Oki den Schrein aufgemacht hat. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo er abgeblieben ist. Und ich bin ja schon ein gutes Stück vorangekommen, wobei ein gutes Stück, es kommt garantiert noch einiges. Aber auf jeden Fall sind wir schon weiter im Schrein drin. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Also bei den Aufnahmen, ich musste ja auch ein bisschen rumlaufen und so, deswegen bin ich jetzt ein Stück weiter gelaufen. Es ist noch nichts passiert, aber Isen hat mich jetzt halt hier gestoppt. Deswegen machen wir hier weiter. Stopp, stopp, Emmy. Sieh diese glühenden roten Bestien. Das sind Flammenspinnen. Die sind wie eine Blockspinne oder eine Plattformspinne. Aber wie man sieht, werden sie dir ganz schön die Hand verbrennen, wenn du sie berührst. Sei vorsichtig, okay? Du könntest verletzt werden, wenn du wie sonst per Anhalter fährst. Ja. Das kann ich. Hier kann ich noch durch. Da oben ist ein Tor. Wie ist denn das jetzt passiert? Okay, nochmal. So. Ui. Nee, du sollst auch nicht angreifen, du sollst bitte hier das mal schmelzen. Nix drin. Hier kann ich buddeln. Was passiert denn, wenn ich mich mit dir prügle? Außer, dass es hier ganz schön glatt ist. Oh Gott, nicht so einer. Wo bin ich denn? Da oben. Keine Ahnung, wie ich das machen muss.
irgendwie hat er dann ja Feuer gefangen und dann konnte ich ihn angreifen. Kann ich nochmal ins Bestarium gucken? Das war ja auch nicht. Banditenspinne, Orochi, wahrer Orochi. Spinnenkönigin. Ichiro. Nee, nee, ich will schon weiter. Das Vieh sieht ja so ähnlich aus. Hier, Ivo-Schildkröte, Strohregenmantel, der von Olivens Kräften verwandelt wurde. Sein Körper ähnelt einer Schneehütte. Es gibt kein wärmendes Feuer darin. Der flammende Schwanz, eine Erinnerung an die allgemein bittere Kälte, ist dafür bekannt, dass die Reisenden ihr Inneres lockt, wo sie bald erfrieren. Lass die Schneehütte mit Feuer schmelzen, wenn du eine Chance gegen sie haben möchtest. Ja, das versuche ich ja. Aber es blockt sie ja immer locker ab. Ach, den hat man mit einem anderen Gesicht. Thank you.
endlich mal einen Sturm machen. Emmy, sieh dieses riesige Gerät an, da weht ein fieser Schneesturm aus dem Ding raus. Diese bösen Gnomen doch zu fassen, sie versuchen Carmo in einen riesigen Eiswürfel mit diesem Ding zu verwandeln. Wir müssen euch jetzt aufhalten, Emmy. Deine Techniken sollten dieser Aufgabe gewachsen sein. Ich meine, dieses Gerät sieht nicht so kompliziert aus. Ach komm schon, Bombe. Huch! Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Halt, weil das Ding hier mit Eis funktioniert. Ach da, warte mal. Es hat schon was mit diesem Grip zu tun. Dafür jetzt echt zu blöd.
nützt er was? Ich gehe jetzt doch nochmal da runter. Vielleicht bringt's ja was. Hm? Hey Emmy, sieh dir mal dieses riesige Muster auf dem Boden an. Du verdammter Baum. Nein. So. Wow, das sieht wie ein wirklich altes Piktogramm oder so aus. Ich weiß, es braucht große Fähigkeit, Bedeutung durch Kunst auszudrücken, aber dieses Piktogramm ist unglaublich gut. Ja, schön, das ist ein Bild von dem Ding, das wir da draußen haben, aber... Inwiefern bringen wir das weiter? Ach so, zeigt mir das jetzt... Zeigt mir das die Augen an, also wie die Räder stehen müssen, also oben und die anderen beiden müssen sich angucken. Noch? Ja, es zählt noch. Sieh nur, ich denke, sie ist hier. Diese 13. und letzte Pinseltechnik, die du verloren hast. Wir haben sie endlich gefunden. Okay, da. 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 Und hier unten. Nee? Ach so, da, aha, da auch noch. Hä?
Akku-Handy. Hab ich doch. Da. 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 Hier unten. Und da. Ach, jetzt. Okay. Ey, ganz entspannt. Ich bin nicht hier zum Steak essen. Amaterasu, Quelle alles Guten unser aller Mutter. Während deiner Abwesenheit habe ich hier Unterschlupf gesucht. Und wurde dabei hier gefangen. Böse Wesen besudeln die Welt mit ihrer Unreinheit und Finsternis. Wie ein mächtiges Schneetreiben bin ich Itagami, Gott des Eises, wiedergekehrt. Ich verleihe dir die Macht, deine Feinde zu absoluten Gefrierpunkt zu frieren. Ich bin der letzte der 13 Götter, die du gesucht hast. Du besitzt nun die Macht, das Böse ein und für alle Mal zu beenden. Der 13. und letzte Pinselgott ist Itagami, der Gott des Eises. Du weißt, was es bedeutet, Emmy? Du hast jetzt alle Pinseltechniken wieder, die du verloren hast. Hm? Hau sie dir mal Itagami an, Emmy. Erhalten göttliches Instrument. Sonnenstrahlen. Nun, ich schätze, das war's. Wir haben die lang gesuchte 13. und letzte Technik gefunden. Die Degames Technik Blizzard kann jedes Monster einfrieren. Eine passende Technik, um noch alle anderen zu überbieten. Wie das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Hey, guck dir mal diese Flammspinne an. Die würde ein perfektes erstes Opfer abgeben. Platziere deinen Pinsel auf eine Eismasse, um die Kraft des Eises zu nutzen. Und ziehe dann einen Strich zur Flammspinne. Wenn du das tust, bekommst du die Macht des Eises durch deinen Pinselstrip. Komm schon, probier doch diese coole Pinseltechnik mal aus. Der böse Flammspinne ist total steif gefroren. Das ist also die Macht des Blizzards, die letzte Pinseltechnik. Endlich! Ich habe alle 13 Techniken gesehen. Die 13 göttlichen Pinseltechniken, die Macht der Götter. Aber das Feiern wir wohl noch warten müssen. Die wichtigste Aufgabe ist es, hier wieder lebend rauszukommen. Ich meine, was für einen Nutzen haben all diese Techniken, wenn ich tot bin? Jetzt mach keine Dummheiten, die uns irgendwie umbringen würden, Emmy. Ah, da oben ist eine Truhe. Das? Nein, andersrum. Das auf die Spinne. Nee, du musst noch ein bisschen höher. Das war, glaube ich, schon wieder zu weit hoch. Ja. Hm.
So. Oh, verdammt. Verdammt, ist zu langsam. So. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich hab ja, die haben mir das ausgerüstet direkt. Ich wollte eigentlich meine Gebetsperlen wieder haben. Ja, Speicher. Sicher ist sicher. Um Gottes Willen. Das ist noch zu weit weg. Lade noch mal. Irgendwie will mich das nicht mehr zurück ins Menü lassen. Wo bin ich denn jetzt hingefallen, sage mal?
So, neuer Versuch. Kamera macht es mir gerade ohne einfacher. Harte Waffe schreien, okay. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, von da kann ich das leichter machen. Ja, okay. Ja, okay, ich muss in diesem Moment aufpassen. Scheiße. Hm.
Wow. Warum musst du immer so rücksichtslos sein? Ich meine, öffne deine Augen, Falkenhals. Ein großes Loch, solltest du lieber vorsichtig sein. Ich bin zu jung und zu gut aussehen, um zu sterben. Hm? Hey, sieh mal, diese Grube hat all dieses glitzernde Zeug drin. Was? Da ist halt aus der Grube hochgeblasen. Ach so. Warum? Passiert hier vorne nichts. Ah, okay, die verschwinden wieder. Gut zu wissen. Ach so, von da hinten geht's hoch. Das ist natürlich praktischer. So. Verdammt. Habe ich gar nicht gesehen. Jetzt steht hier einfach mal mitten im Eis ein Apfelbaum. Warum denn nicht? Scheiße. Thank you.
Diese Kanonen machen mich kirre. Nun wird ja schon beim Zugucken ein bisschen kalt. Ah, da ist einer von den Eulen. Sieh an, wer da ist. Dieser Typ verschwendet keine Zeit, das gefällt mir. Der Silberdämonetschko sein. Das ist einer der Zwillingsdämonen. Die kamen in eine Eislandschaft verwandelt haben. Was für ein Glück, dass wir ihn allein gefunden haben. Tut mir leid, Kumpel. Ich weiß, es ist erst vor kurzem aus einem langen Schlaf erwacht. Aber du musst wieder eine Statue werden. Er denkt gar nicht dran. Hey, wo geht das Vögelchen denn hin? Ja. Hä? Sieh nur da drüben! Bist du das nicht? Von vor 100 Jahren, Emmy? Ich kapier es nicht. Was macht denn ein altes Ich hier? Wow. Sprich, ich soll seine Attackwaffen zurückwerfen. Der anderen Emmy zusammen ist das natürlich lustiger. Wow. Ich hab dir ja eine Show mit dem Vogel abgezogen. Schnell, Emmy, bevor dein altes Ich den ganzen Ruhm einstreicht. Mach den Dämon fertig. Und da kommt der Zwilling. Was zur Hölle? Das ist der Golddämon Lechtru.
Und da ist Oki. Guck mal, ist das nicht Oki? Endlich. Endlich habe ich dich, wo ich dich haben wollte. Diesmal werde ich dich fertig machen. Gut, und soll noch einmal silbern auflodern. Die sind so gruselig, die Statuen. Diese Dämonen sind noch nicht besiegt. Zieh dich lieber nochmal zurück, Emmy. Nein, Oki nicht. Das ist es, was einen Helden ausmacht. Du wirst ein Zeuge, wie Geschichte geschrieben wird. Guter und treues Schwert des großen Helden Oki, erwache. Hat er den Verstand verloren? Verdammt nochmal. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht einmal mehr atmen. Oki, verschwinde von da. Ihr Dämonen seid verflucht. Ich dachte mir schon, irgendjemand kommt hier nicht lebend raus. Sache ist, wenn sie jetzt stirbt, dann sterbe ich ja auch wieder, oder? Obwohl, ich war ja schon mal tot und wieder auferstanden. Jetzt habe ich die Chance, ich kann sie besiegen. Kannst du vielleicht noch langsamer überlegen? Komm schon, Emmy, zieh! Nur noch ein wenig mehr. Okay. Dein Schwert? Hm? Kuton, es glüht silbern. Bei den großen Geistern der Luft, der Erde und der See. Ich war so blind. Ich hätte es wissen müssen. Endlich verstehe ich. Das heilige Schwert Kuton, Verteidiger von Kamui, konnte nicht erwachen, solange das Herz seines Trägers mit selbstsüchtigen Wünschen verdunkelt war. Darum konnte ich Kamui nicht mit diesem Schwert verteidigen. Nur diejenigen, die mir etwas bedeuten. Jetzt hör schon mit dieser Gefühlsduselei auf, Oki. Du musst dich konzentrieren. Konzentrieren! Besiege diese Dämonen und du wirst deinem Dorf den Frieden bringen. O Geister der Luft, der Erde und der See, das heilige Schwert Kuton, verleiht mir die Macht, das Land von Kamui zu retten. Du sagst es. Shiranui, bist du mit Jahren in die Zukunft reist, nur um uns zu helfen? Ich weiß nicht, ob wir beide eine göttliche Komödie oder eine göttliche Tragödie seid, aber Shiranui ist ziemlich schwer verletzt. Wir sollten uns lieber beeilen, Emmy. Ich habe
keine Ahnung, was wir hier gerade gefunden haben, aber es sieht sehr interessant aus. Amaterasu, dieser Wolf hat nicht mehr lange zu leben. Ich schulde ihm mein Leben. Ich kann diesen Wolf nicht so sterben lassen. Keine Sorge, ich weiß, der Begleiter von diesem Wolf muss hier irgendwo sein. Du wirst ihn sofort erkennen, er ist ein Kuropoke, genau wie ich. Also hat dieser Wolf auch ein Kuropoke zum Begleiter. Sieht auch sonst aus wie Amaterasu. Was geht hier vor? Sogar ihr Geruch ist der gleiche. Eine lange Geschichte. Und jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir müssen diese Dämonen erledigen. Du hast recht. Wir müssen ihn besiegen. Lass es uns diesmal gemeinsam machen.